Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, fünfter Teil, Ereignis vom Suezkanal. Gehen wir noch einmal andere Dinge an. Woher kommt der Uranus? Der Uranus ist der Herrscher des 11. Hauses an der Spitze des Aszendenten. 11. Haus steht traditionell auch für Elektrik. Und hier steht sie hier obendrein noch im Wassermann. Also das heißt, es kann hier tatsächlich ja, zu einem Vorfall gekommen sein, der im Zusammenhang mit Elektrik steht. Nur leider ist hier die Verbindung zum Mond bestenfalls über einen Spiegelpunkt, der auf 15 Grad Zwillinge in dem Fall gespiegelt werden kann. Und würde Uranus ungefähr 9 Grad, also aufgerundet, Mond 21 Grad, also das heißt, das würde sich tatsächlich zu einem Spiegelpunkt hier ausgehen. Auch wenn alle immer sagen, ja, du kannst ja nur über, was nicht, 0 Grad Steinbock und 0 Grad widerspiegeln, sage ich, ich kann alles, was ich will. Ja, das interessiert mich nicht. Und in dem Fall würde, bin ich sogar geneigt, über, auch geht sich das ja, das geht sich mit dem Mondknoten auch aus. Ja. Also das heißt, wir haben hier sogar ein Planetenbild, eine Halbsumme, und wir schauen hier jetzt bei Ebertin hinein, was das heißen könnte. Hier haben wir Mond, Uranus, und wir suchen den Mondknoten. Hier. Hier steht, in Gemeinschaft, kann man das lesen? Hier ist der Mondknoten, in Gemeinschaft mit anderen unruhig und aufgeregt sein. Na gut, also diese Information reißt uns jetzt nicht sonderlich hinaus. Was für uns aber sehr wohl sehr maßgeblich ist, in dem Fall sogar maßgeblich ist, ist der Mars am zweiten Haus, also sehr nahe der Häuserspitze, zweites Haus. Und wer ist der Mars? Der Mars ist einerseits der eingeschlossene Widder, aber andererseits auch das siebente Haus. Ja? Der Herrscher von sieben steht in zwei. Also das heißt, hier haben wir Außenbeziehungen, Handelspartner, aber auch Feinde, ja, die die Ressourcen, die Lebensmittel, aber auch das Weltfinanzsystem bestimmen. Und dieser Mars steht im Quadrat zum eigenen Zeichenherrscher Merkur. Mars, Merkur im Quadrat. Und das bedeutet für mich natürlich ja, große Turbulenzen, große Aufregungen auf dem internationalen Finanzsektor. Weil Mars an der Spitze des zweiten Hauses bringt ja schon große Unruhe, große Nervosität, Aggressivität. Also hier wird sozusagen, hier tut sich etwas. Und der Mars ist ja auch der eingeschlossene Herrscher des 12. Hauses. Also auch hier haben wir jede Menge mysteriöser, verborgener Machenschaften, die wir kleinen, ich sage mal so Dümmlinge, nicht erkennen und sehen sollen. Und deswegen auch hier die große Verschleierung hier mit Merkur in den Fischen. Ja? Große, große Nervosität, große Aufregung. Und wir wissen, wohin das Ganze münden soll, oder? Wir wissen, wohin das münden soll, weil wir ja Hellseher sind. Aber dazu mehr im letzten Teil. Ende.